Die zweite Lektion, nicht aus der Disziplin. So ist das auch ja. Diese nicht aus der Disziplin. Nicht weniger interessant. Ich begrüße Professor Dr. Peter Weber, Rektor der Hochschule für Wirtschaft und Medien, KALF. Wo ist das nur? Das ist irgendwie so in der Nähe. Ist das schon Schwarzwald? Das ist Schwarzwald, ist, ja. Ist schon Schwarzwald. ja, so ein Tälchen mit Hermann Hesse auf der Brücke. Ja. Sehr idyllisch, nicht für alle Bewohnerinnen und Bewohner dort, habe ich gehört, beim Besuch vor Ort. Ja, aber zumindest für einen Hochschullektor. Ein wunderbarer. Ich arbeite da, wo andere Urlaub machen. Oder wie war das? Okay, es geht um spezielle Aspekte von Interkulturalität. Wie auch immer. Bin sehr gespannt. Bitte, bitte. Vielen Dank. Peter, vielen Dank, dass ich hier auch heute einen fachfremden Vortrag halten kann. Allerdings darf ich Ihnen sagen, bevor ich etwas in die Struktur meines Vortrages einsteige, auch etwas zu meiner Person sage, ich habe etwas mit dem Vorredner gemeinsam. Und zwar habe ich mir extra die Foliennummer aufgeschrieben, das war die Folie Nummer 20. Und da, wenn Sie sich dann erinnern, vielleicht an Folie Nummer 20, ich habe das extra aufgeschrieben, da ging es um so Dinge wie Organisationsstrukturen und eine Aussage dabei war, dass 73% der Mitarbeiterinnen offen über ihre Probleme mit Vorgesetzten sprechen können, zumindest in ihrer Einschätzung. Wenn Sie sich gleichzeitig daran erinnern, dass in einer Folie zuvor die Rede darüber war, dass 40% dieser Mitarbeiterinnen einen Migrationshintergrund haben, dann kann man, und das haben wir eben gerade auch noch mal kurz thematisiert, das kann das Projekt natürlich nicht leisten, aber genau da wäre jetzt mein Einstieg, nämlich zu fragen, wenn das 40% mit Migrationshintergrund sind, welchen Kulturen gehören diese Personen an und wie gehen diese mit Autorität um in einem Arbeitsverhältnis, wie in dem Beispiel jetzt vorhin gehört, überhaupt mit solchen Dingen um. Das heißt also, wir gehen, und das wäre der Link, oder auch etwas, was uns nicht umtreibt, wie gehen verschiedene Sprachen, Kulturen, also wenn ich Sprachen, Kulturen sage, dann rede ich immer aus sozusagen Reinklang, das hängt miteinander zusammen, wie gehen die mit Autoritäten, mit Dingen wie Unsicherheitsvermeidung, mit ja, Gesprächen, mit überhaupt ja, unseren Organisationskulturen am Ende um. Also wir haben die Unternehmenskultur an sich, aber wir haben eine, die durch Individuen, durch Kulturen, Sprachen, ethnischen Kulturen geprägt ist. Und gerade in dem Umfeld, ich besetze einen Freund, der sich in der häuslichen Pflege bewegt, der sehr viel mit diesen Problemen zu tun hat, nämlich mit Mitarbeitern, mit Migrationshintergrund, wie kann er mit diesen Personen eine Organisation aufbauen? Da wäre der Link. Ich habe jetzt nicht wissend, dass so etwas heute kommt, Ihnen auch etwas anderes oder noch etwas anderes vorbereitet. Und da muss ich etwas in meine oder ja, zu meiner Person etwas sagen. Diesen Aspekt Autorität, wie gehen wir als Angehörige verschiedener Kulturen mit Autoritäten um, werde ich Ihnen systematisch in einem Modell noch darstellen, wie man eben Zielgruppenanalyse vornehmen kann und wie man dann eben auch in Arbeitskontexten auch zum Beispiel Personalentwicklung machen kann. Das sind diese typischen nationalen Dimensionen nationaler Kultur und es gibt da verschiedene Analyse und dann eben auch Handlungsmodelle. Ich habe das jetzt auf etwas, weil ich wusste, es ist am Nachmittag, fachfremd, etwas an Werbebeispielen gemacht. Das heißt, Sie können sich also Spannungsbogen auch noch auf ein paar schöne Spots oder Videoclips am Ende, gegen Ende freuen. Also dann, wenn wir nach einer Dreiviertelstunde also müde werden, fachfremd, ganz viele Begriffe, die man nicht kennt, dann, ich fahre kein VW, da habe ich mich etwa der 2028 oder 2020 Strategie von VW bedient, die nämlich sehr stark auf verschiedene Kulturen, selbst innerhalb von Nationalkulturen neigen. Dann seien Sie gespannt auf diese Clips, die funktionieren, wir haben es getestet. Das ist immer so ein bisschen, wenn man als Vortragender nervös ist, diese Clips auch. Etwas zu meiner Person, ganz kurz. Ich bin von Hause aus eine Mischperson und das sehen Sie an dem Titel. Eine Mischperson, warum? Ich bin kein reiner BWLer, wie man so schön sagt. Ich bin von Hause aus Wirtschaftspädagoge, ich habe BWL studiert.
habe während meines Studiums gleich parallel Sprachen studiert. Eine Möglichkeit, also nur BWL wäre mir in der Tat zu schnöde gewesen damals, aber sowas wie Kultur-BWL gab es noch nicht. Also hatte ich mich für einen Misch entschieden und meine Heimat sind die romanischen Sprachen. Also ich habe parallel ein Romanistikstudium gemacht, dazu noch Erziehungswissenschaften und dann kann man in Deutschland so etwas werden wie Diplom-Handelslehrer, wenn man möchte. Das war zunächst einmal für mich nicht der Beweggrund. Für mich war der Beweggrund in der Tat, diese drei Bereiche zu studieren. Und ich habe mich auch professionell in der Profession in diesen drei Bereichen in der Tat bewegt. Ich habe auch ein Promotionsstudium in BWL hinterlegt, in öffentlicher BWL, Krankenhauswesen. Da sitzt ein Kollege von mir in einer unserer Partnerhochschulen, ist jetzt dort Rektor, also trifft man sich dann wieder, war mal mein Professor in öffentlicher BWL gewesen. Dann habe ich promoviert meine Dissertationsschrift im Bereich der französischen Linguistik, Sprachwissenschaft geschrieben. Und da ich so ein Mensch war, denn sehr international, ich war schon während des Studiums im Ausland gewesen, da hatte ich die Möglichkeit, das Leben zu spielen. Ich war in einer Werbeagentur angestellt, musste mir mein Brötchen verdienen. Das Studium hat auch so Geld gekostet, auch wenn es keine Privathochschule war, es war in Mannheim. Also irgendwo musste man das Geld herbekommen, da hatte ich also gearbeitet. Aber durch diese Internationalität, ein Jahr im Ausland, hatte ich die Möglichkeit, in ein Universitätsprojekt einzusteigen, dass ich mit Themen wie regionale Identität und anderen Dingen beschäftigte, sodass ich in der französischen Linguistik immer promovierte. Ganz anderes Thema. Der Wallonenkonflikt kennen Sie ja nicht. Belgien ist nicht existent. Wir glauben es. Es ist schon existent, keine Sorge. Die werden auch noch länger verstanden. Habe auf dieser Grundlage aber, und das merken Sie jetzt auch in der Klammer, auch wie ich jetzt an das Thema rangehe, der Zielgruppenansprache, im Prinzip also eine ökonomische Klammer gehabt. Sie können das in so Bindestrich Teildisziplinen packen, Bildungsökonomie, Sprachenökonomie, also gibt es immer sehr starke Ansätze, die im Prinzip ihre so Nutzenaspekt in den Fokus rücken oder diesen Identitätsaspekt. Das zeige ich Ihnen auch nochmal. Dann sieht man auch, wie ja, unsere Entscheidungen in so einem Feld auch bei der Zielgruppenansprache funktionieren. Ich bin danach 6 Jahre nach Hamburg und habe dort in internationaler und allgemeiner Pädagogik habilitiert. Auch die Klammer in der Tat Internationalität oder mit, wie auch immer Sie das formulieren wollen, mit der Ökonomie. Und heute kann ich sagen, auch das ist immer eine schöne Bereicherung mit unserem Kollegen, also Kollege Peter an, unser Promotionskollege. Ich finde das immer sehr spannend, aus verschiedenen Disziplinen kommend auf die Gegenstände zu schauen, weil man feststellt, wie viele Parallelitäten, wie viele Unterschiedlichkeiten es gibt oder aber auch, dass eine Disziplin sich gerne abschottet. Und ich glaube, gerade die Diskussion bei euch in der Professionalisierung ist das nämlich so ein Ding. Ne? Also wie weit gehe ich raus, wie weit nicht und so weiter. Das ist aber letztlich spannend und hat im Prinzip auch immer mein Berufsleben, was mich jetzt durch Zufall und Schwarzwald als Rektor dieser Hochschule geführt hat, eben auch immer begleitet, immer sehr bereichert. Wir haben noch eine Klammer, das sehen Sie, wo ist es hier? Ich muss mich noch an diese neue Präsentation gewöhnen. Ich bin erst seit einem halben Jahr in Schwarzwald, in 2 Wochen, ich bin ein halbes Jahr da. SRH-Hochschulen, wir gehören oder unsere Hauptgesellschafter ist die sogenannte SRH Holding, Soziale Rehabilitation Heidelberg. Wir kommen, also unser Träger kommt aus einem Bereich, die irgendwann mal angefangen hatten mit den ja, in der Region Heidelberg bekannten Behindertenwerkstätten. Das ist ein Label, was dort bekannt ist, bis heute. Und wenn Sie so wollen, hat diese Einrichtung über die Jahre, also die waren irgendwann in den 50er Jahren gegründet, bis heute eine logische Konsequenz durchlaufen, nämlich auch in der Ausbildung zu sein und dann eben nicht nur in dem Spezialbereich, sondern aufzumachen und eben Hochschulen für verschiedene Disziplinen anzubieten. Wobei die Hochschule jetzt hier, 2000 gegründet, eben von der SA Holding damals übernommen wurde. Das so ein bisschen so zur Klammer, zur Person. Das, was ich Ihnen heute vorstelle, ist auch unter anderem ein Ergebnis, oder nicht Ergebnisse, sondern eine Fortführung von Arbeiten aus einem großen, das ist eben für ein großes Projekt. Linné hieß das, linné.org, das war ein großes EU-Projekt, das erste Projekt im geisteswissenschaftlichen Bereich, im 6-Rahmenprogramm. Wir haben dort unter anderem eine Säule gehabt, und das sind jetzt solche Ergebnisse eben auch, in Sprachenökonomie, wie hängt Ökonomie mit Sprache zusammen und umgekehrt, welche Beeinflussungen gibt es. Das Projekt an sich ist wir hatten einige Think Tanks dabei von der EU, im Bereich Mehrsprachigkeit.
Also wenn wir nicht einheit der Vielfalt, es hat eben immer dieses Thema Mehrsprachigkeit um. Es geht oder fängt irgendwo an bei so lapidaren Dingen, wenn Sie hier erkranken, kriegen Sie eine andere Diagnose als in Spanien und wundern sich, warum dann die Medikamente anders sind. Die EU ist nicht so gleich, wie wir alle tun und denken. Und dieses sechste Rahmenprogrammprojekt hatte einen Fokus eben auf, ja, so zur Erklärung dieser Unterschiedlichkeiten, aber auch, wie kann man das aufheben. Und wir waren eben ein Projekt, eines der wenigen in diesem geisteswissenschaftlichen Bereich. Es gibt sehr viele auch im Bereich Gesundheit. Gerade, was ich eben angesprochen hatte, da haben wir sehr viele Querfunktionen. Aber wir hatten es auch sehr schwer, weil wir waren so schwer messbar für die EU. Wir konnten nicht irgendwelche Ergebnisse oder Produkte am Ende darstellen. Das war immer eine recht große Schwierigkeit. Dieses Linné-Projekt hinten, sondern auf der Seite. Wir sind inzwischen ein eingetragener Verein. Also diese Forschungsgruppe lebt noch. Wir betreiben weiterhin in diesem Bereich auch noch Forschung. Klammer ist, wie gesagt, was uns umtreibt, ist diese Vielfalt und Mehrsprachigkeit. Und ich biete Ihnen heute so diesen Fokus eben an, mit meinen Disziplinen, wie ich es eingangs sagte, auf diese Vielfaltebene zu schauen. Wobei sie dann da, das hat Folie 20 eingangs erwähnt, auch durchaus Brücken und Anwendungsmöglichkeiten in ihrer Arbeit haben. Das wäre durchaus auch mal, wie gesagt, ein Fokus, eine Sichtweise wert. Ich beginne mit Mythen. Und zwar, warum mit Mythen? Wir glauben ja immer alle, ich glaube, das ist ein ganz schlechter Platz, ich muss mich doch dahinter verstecken, ich mache das nur so ungern, hinter diesen Pulten zu stehen, aber so sehen Sie besser. Ich beginne mit den Mythen. Warum mit den Mythen? Wir hören ja immer, nicht nur in der Wissenschaft, aber auch sowieso im alltäglichen Leben, dass wir in einer globalisierten Welt leben würden. Wir kommen heute dann am Ende des Vortrages an, vielleicht ist die Welt Tatsache globalisiert, sie ist aber auch noch etwas anderes. Und das haben Sie ja schon im Titel gemerkt bei dem Stichwort Lokalisierung, dass ich gleich nochmal zurückkomme. Wenn Sie oben ein bisschen quer mitlesen, ein paar einfach nur Stichworte. Wir glauben doch eigentlich, dass wir in der IT-Welt global leben würden. Die neueste Entwicklung sind die berühmten Clouds, die Wolken. Aber wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass diese Clouds, diese Wolken sehr national organisiert sind. Das heißt, da wo die Daten liegen, da haben schon wieder Nationalstaaten ihre Finger drauf. Also von wegen, unsere Daten liegen irgendwo und wir sind eine globale Welt, kulturübergreifend weit gefehlt. Wenn Sie in die Chemieindustrie reinschauen, ich selbst komme aus einer Region, BASF, Badisch Anilin und Sodafabrik, aber nicht in Mannheim, sondern in Ludwigshafen auf der anderen Seite, da haben vor 100 Jahren ein paar was falsch gemacht. Keine Standards in der Chemie, wenn Sie also chemische Produkte entwickeln, dann ist das ein sehr schwieriges Geschäft. Ich selbst habe einige Freunde bekannt in diesem Geschäft, also auch da keine globalen Standards, als man glauben würde. In der Luftfahrt. Wir fliegen heute über Grenzen hinweg, aber Flugzeuge funktionieren anders. Es gibt nationale Luftfahrtsrichtlinien. Wir haben gerade eine Promotion dazu auch gehabt in unserem Kollegen. Nicht? Steigen Sie bitte in kein Flugzeug mehr ein. Also es gibt keine. Es ist im Prinzip auch hier in der Entwicklung an sich, oder schauen Sie sich Konzerne wie Airbus an, es sind alles wiederum an Nationalkulturen orientierte Prozesse. Also auch hier, wir fliegen zwar global, sind aber sozusagen in diesen nationalen Strukturen gefangen. In der Logistik, gehen Sie in die Logistik rein, Sie haben ganz unterschiedliche Sicherheitsstandards, wenn Sie ein Produkt oder eine Produkte als Unternehmen von hier nach Südamerika schicken, Sie durchlaufen EU, Sie durchlaufen ganz verschiedene Sicherheitsstandards. Also es ist auch hier nichts Globales vorhanden. Haben Sie schon mal, das hatten wir vorhin schon mal, bin ich das? Also, okay. Sonst wäre es ja der Kollege schon gewesen. Haben Sie mal versucht, Ihre DVD, die Sie in Amerika gekauft haben, hier in Ihr Laufwerk einzulegen und umgekehrt? Ja, Mann, das funktioniert immer noch nicht. Ich wollte immer Geld sparen als Student, war viel in Kanada, hatte auch ein Stipendium, also habe ich mir gedacht, kaufe mir einen Rechner, ist schon ein bisschen länger her, hat auch nicht funktioniert. Also bis heute geht es nicht, dieser nationale Code, nicht auf den DVDs, damit wir auch ja diese dreimal kaufen, weil wir ja alle mobile Bürger inzwischen sind. Denken Sie an Ihr Auto, nicht? Der Blinker, wie funktioniert er? Hier funktioniert auch in Europa ist das schon ein Problem, wenn Sie Ihr Auto exportieren. In China geht er anders, in Amerika blinkt das Auto anders. Stichwort Signalfarben, nicht? In welcher Farbe auch blinkt dieser Blinker? Auch das ist ein sehr großes Thema. Also auch hier haben wir keine globale Welt, ein Mythos. Also ein Produkt, PKW, was wir haben.
Aus dem Grunde habe ich unter anderem auch mal PKWs später ausgewählt. Schauen Sie sich nationale Lebensmittelkontrollen an. Selbst, nicht, wenn Sie hier etwas mitnehmen wollen im Flugzeug, fahren Sie durch Amerika, nicht, werden kontrolliert, müssen durch Schleusen durchfahren. Selbst in den Nationalstaaten ist das nicht eine einheitliche, vergleichbare Regelung. Denken Sie an die Stromnetze. Nicht? Denken Sie auch, woher der Strom kommt, also aus welcher Quelle. Denken Sie aber auch, welche Energiekonzerne wie agieren, die schon längst zwar global sind, aber wir immer noch in diesen nationalen Kartellen verhaftet sind. Der nächste Mythos. Denken Sie an die Visumsangelegenheiten, wenn wir verreisen. Etwas, was wir unsere Generation jetzt leben, zwar in Europa, aber sobald Sie übernational, über See gehen, Visa, Reisefreiheit, keine globalen Standards und letztlich ein Thema, was uns im Kalb sehr umtreibt, wenn Sie an Rechnungslegungen, also große Konzerne denken, ist ein Thema von uns unter anderem, Wirtschaftsprüfung. Wie viele Rechtsstandards gibt es davon? Alleine davon kann ich zwei Professuren mit einem Lehrgebiet finanzieren. Also auch hier Mythos Globalisierung. Wohin kommen wir? Also wir leben zwar pro forma oder auf dem Papier in einer globalen Welt, sie ist letztlich aber immer noch sehr stark an diesen Nationalkulturen orientiert. An der Stelle kommt dann immer das Stichwort, ja, lokal, und Sie merken, das lokal ist ein dehnbarer Begriff. Wer hat denn von Ihnen schon mal den Begriff Glokalisierung gehört? Darf ich nachfragen, in welchem Kontext und was Sie darunter verstehen? Mit Lebensmitteln. Okay, spannend. Ja. Ja, auch so wie lokale Zunahme, also eigentlich so entgegenbegriff zur Globalisierung, als Wertschätzung oder Orientierung an lokalen Kulturen, die in Geschichten sind. Ja, genau. Durch dieses Think Global, Act Local. Ja, Wunderstum. Ja. Dann. Also irgendwo, es nimmt zu. Nicht? Also vor 3 Jahren hätte ich Pech gehabt, hätte wahrscheinlich noch niemand was davon gehört. Wissen Sie, woher der Begriff kommt? Das ist nämlich auch das Spannende. Das war ein englischer Linguist, Sprachwissenschaftler, der diesen Begriff in die Diskussion in einem ganz anderen Kontext geworfen hat, nämlich im Rahmen der Sprachen, also lokale Sprachen. Das war Robertson gewesen in den 90er Jahren, der diesen Begriff erstmalig eigentlich geprägt hat und jetzt eben wieder darauf rekurriert wird. Jetzt kommt man zu diesem Lokalen zurück. Und jetzt eben auch in ganz verschiedenen Ausprägungen. Was ich Ihnen heute mitgebracht habe, ist, oder was ich Ihnen heute am Nachmittag, ich habe es nicht gegen das Essen zu kämpfen, aber gegen den Nachmittag, das ist später mit. Ich möchte Ihnen einfach ein paar Mechanismen illustrieren, wie oder der globalen, lokalen Sprachenkulturbezogenheit in diesem unternehmerischen, aber auch gesellschaftlichen Handeln. Und jetzt wäre ich eben bei dem Stichwort in einer sich global vernetzenden Welt und das ist in der Tat die Glokalisierung. Jetzt stelle ich den Stuhl weg, weil sonst falle ich noch dreimal drüber. Und das macht das Mikro auch nicht. Was habe ich mit Ihnen vor? Ich möchte Ihnen, da ich wusste, ich habe es sicherlich mit vielen Fachfremden zu tun, etwas zu Sprachen, Kultur und Wirtschaft sagen, zu diesem Zusammenhang. Ich möchte mit 2 Überraschungen aufwarten. Ich hoffe, es sind dann auch Überraschungen für Sie. Mit einer goldenen und blauen Banane unter anderem, falls Sie von der noch nichts gehört haben. Ich möchte Ihnen auf der Grundlage darlegen, wie wir, und das sind natürlich auch übergreifende Handlungsmuster, aber wie wir Mehrsprachigkeitsentscheidungen treffen und damit auch, das können Sie bis auf Ihr Alltagsleben herunterbrechen, welche Sprachen sollen denn die Kinder lernen? Wir standen jetzt gerade vor einer Entscheidung, soll es nun Spanisch sein oder nicht? Gott sei Dank ist schon Französisch dabei. Vom internationalen zum lokalen Marketingmanagement, also hier möchte ich Ihnen einmal exemplarisch zeigen, wie es von dieser globalen auf diese lokale Ebene geht. Dann ein kurz, das wäre dann der sozusagen fachwissenschaftliche, sehr stark fachwissenschaftlich orientierte Input, Analysemodell. Es gibt Analysemodelle, die sich aus verschiedenen Bereichen speisen, um solche Zielgruppenansprachen zu analysieren. Es gibt, und dann möchte ich Ihnen eben, weil es dann schon etwas vorgerückter ist und etwas schwieriger dann geworden war, eben einige Beispiele, nämlich 4 habe ich dabei, wie man das analysieren kann und Ihnen auch dann ganz klar zeigen, also im Umkehrschluss, wenn ich das analysiere, wenn ich weiß, wie das funktioniert, wie ich dann entsprechende Zielgruppen ansprechen kann.
Und das ist eben auch übertragbar, egal ob das Produkt oder eine Dienstleistung ist. Und schließen möchte ich mit einem kleinen Pro, Contra oder wohin geht gerade die Entwicklung. Ich habe das mal in ein so Wagenmodell eingepackt, also mit Doppel-A, besprechen wir Pkw und Wagen, aber hier ist es das Doppel-A, also wohin geht, neigt sich gerade die Waage, mit zwei Literaturhinweisen, wo Sie dann diese Grundgedanken auch noch einmal, wenn Sie wollen, nachlesen können. Was treibt mich, dreigeteilten Mensch, um? Hier kommt immer die Frage, wer kennt diese blaue und goldene Banane? Ach, ich bin beruhigt, Sie kennen sie nicht. Die hat eine eigene persönliche Historie, die will ich jetzt gar nicht hier kundtun. Es ist aber eine Entwicklung, die hat mal ein französischer Wirtschaftswissenschaftler, der sich mit Wirtschaftsgeografie auseinandergesetzt hat, entwickelt. Und die blaue Banane geht, wenn Sie jetzt die Schweiz hier ungefähr sehen, die würde da dann ungefähr aufhören, ein bisschen tiefer gehen, noch Norditalien mit einschließen. Diese Banane zeigt eigentlich, die globalen Einwanderungen oder die Einwanderungen, die in wirtschaftlich prosperierende Räume seit den 60er Jahren in Europa passiert sind. Und die blaue Banane deshalb, weil das damals produzierendes Gewerbe war, die haben also alle einen Blaumann angehabt, nicht so das Bild, und deshalb kam die blaue Banane zustande. Interessanterweise ist, das kann ich jetzt nicht vertiefen, wäre jetzt in der Tat ein Parallelvortrag, wenn Sie sich jetzt aber die Einwanderungswellen anschauen, dann sind die sehr regionenspezifisch, das heißt aus einer bestimmten Region Griechenlands, der Türkei, Marokkos, je nachdem welches Land Sie nehmen, in Belgien, ich habe das sehr intensiv in Belgien auch untersucht für Brüssel, sind das wieder bestimmte Regionen, nämlich Netzwerke, ganz klar, nicht? Man wandert in Netzwerken aus und interessanterweise sind die wiederum in Regionen eingewandert, also nicht in Nationalstaaten, die sich durch eine sehr starke regionale Identität und wirtschaftliche Prosperität auszeichnen. Denn wir reden hier über eine Region, Südengland, wenn Sie weitergehen, über Flandern, sehr reich. Sie gehen, und was spricht man dort? In Flandern, Flämisch, also eine kleine Sprache. Wenn Sie weitergehen, Luxemburg, Letzeburgisch, inzwischen eine Sprache. Sagen Sie nie, dass das ein Mosel-Ribuarisch-Fränkischer Dialekt ist. Das ist nämlich eigentlich Luxemburgisch. Aber das haben Sie jetzt nur von mir gehört. Wenn Sie durch Luxemburg fahren, bitte nicht sagen, sonst kriegen Sie Ärger mit denen. Inzwischen ist es eine Sprache. Da sieht man sehr stark, wie man auch aus einem Dialekt eine Sprache machen kann. Gehen Sie weiter, Südtirol als Beispiel, regionale Minderheitensprachen. Sie haben dort Deutsch, Sie haben aber auch Ladinisch. Also alles Regionen, die sich durch diese Prosperität, aber eben auch durch regionale Identitäten sehr stark auszeichnen. Fragen Sie mich bitte nicht, wie die goldene Banane entstanden ist. Das ist ein Mythos in der Wissenschaftsgeschichte. Man weiß es nicht. Die blaue kann man lokalisieren. Sie kam einfach hinzu, die goldene Banane, die Erweiterung Katalonien, nicht, mit den wirtschaftlichen Entwicklungen kam hinzu. Sie haben einen großen Wirtschaftsraum, der von Nordspanien nach Südfrankreich reinreicht. Das ganze Okzitanien, die alte Languedoc. Wir sprechen ja die Languedoc, das ist dieses schöne Hochfranzösisch aus Paris. Aber das ist ein eigener Raum, der inzwischen sich auch über diese Regionalsprachen sehr gut bedient. Dann natürlich noch die Ausweitung Richtung Italien. Das heißt also, auf der einen Seite dieser Zusammenhang, also wir sprechen immer von diesen globalen nationalsprachlichen, nationalstaatlichen Entwicklungen, ist sehr stark einzelkulturell bezogen, ist sehr stark abhängig von regionalen Identitäten, von regionalen Entwicklungen. Was Nationalstaaten natürlich nicht so gerne hören. Das hören die überhaupt nicht gerne, aber das ist nicht unser Thema heute. Die zweite Überraschung ist, dass es in der Tat einen Zusammenhang gibt, um den sich die EU-Tatsache sehr stark kümmert. Es gibt eine Referenzstudie, das ist die sogenannte Elan-Studie, die ist im Jahre 2006, wurde die durchgeführt von einem englischen Institut, das war im Prinzip Auftragsforschung, was die dort gemacht haben, das KILT heißt das dort. Und zwar haben die als Auftrag gehabt, von der Europäischen Union mal nachzuschauen, stimmt denn das überhaupt, was wir immer behaupten, nämlich, dass eine mangelnde Mehrsprachigkeit, dass eine mangelnde Interkulturalität, also dass diese Mehrsprachigkeitskompetenzen, wenn die fehlen in Unternehmen, und die EU hat immer ein besonderes Auge auf kleine mittelständische Unternehmen, dass dadurch Tatsache Wettbewerbsnachteile entstehen oder umgekehrt auf Wettbewerbsvorteile, wenn ich es habe. Und das Ergebnis, ich habe jetzt nur zwei Ergebnisse mitgebracht, in der Tendenz, was in der Studie herauskam, in der Tat, Unternehmen können zum Teil sich nicht Märkte
erobern. Sie können zum Teil Aufträge nicht bedienen und Sie müssen zum Teil Aufträge abbrechen, wenn Sie nicht über diese Mehrsprachigkeitsfunktion verfügen. Parenthese, ich bin jetzt seit 6 Monaten in diesem schönen Schwarzwald gelandet. Diese Region ist die sogenannte Region der Hidden Champions in Deutschland. Sie kennen alle die Uhr in Mekka, die große, haben Sie alle mal gesehen. Die wurde von einem Unternehmen in dieser Region gebaut. Perot, habe ich auszusehen gesagt, weil es Walenser sind, aber seit 500 Jahren schon im Schwarzwald und inzwischen mutiert zu Perot. Fürchterlich, Perot klingt doch viel schöner. Aber das ist ein anderes Thema, Sprachenthema. Heißt, dieses kleine Unternehmen dort hat irgendwie diese Kompetenzen gehabt. Es hat sie aber, wie sich dann herausstellte, da gab es ein kleines, eine Arbeit dazu, eine NA-Arbeit dazu. Das Unternehmen selbst hatte die nicht, sie hatte sich auch mit über Netzwerke eingekauft. Aber zumindest waren die Netzwerke da. Das war, wie mir dann später Herr Perot, also einer der drei Brüder, auch sagte, natürlich für das Unternehmen der Moment auch zur Existenzsicherung, nämlich nach draußen zu gehen, in diesen Netzwerken sich zu bewegen. Denn das ist, muss ich sich vorstellen, so große Uhren. Das ist zum einen, ist es wirklich ja, Ingenieurskunst, aber es ist auch eben hier Uhren zu bauen, was ja im Schwarzwald, nicht? Wenn es viel regnet, kann man sehr schön Uhren zusammenbauen, auch eine Kompetenz ist. Aber das zusammenzubringen, ist unheimlich schwierig. Kriegen Sie keine oder sehr schwer, nur Fachkräfte, die so etwas können. Aber nochmal, er konnte das nur, diese Existenzsicherung, über diese als kleines Unternehmen, die haben im Kern haben die 50 Mitarbeiter, und konnten die ihre Existenz sichern. Und mit so einer Ikone, und es gibt noch andere Beispiele, die ich jetzt hier nicht anführen möchte. Meine Aussage ist zu diesem ersten Bereich, Wirtschaft ist gar nicht so rational, wie die Wirtschaftswissenschaftler immer tun. Das erlaube ich mir jetzt als Drittelwirtschaftswissenschaftler zu sagen. Wirtschaft, Ökonomie, Volkswirtschaft ist sehr kulturabhängig. Und wenn man sich mal danach fragt, auch was im Moment passiert in dieser sogenannten Weltwirtschaftskrise, unserer Euro-Krise, wir verstehen uns auf vielen Ebenen gar nicht, weil auch diese Wirtschaftssysteme ganz unterschiedlich funktionieren. Weil man auch glaubte immer, und ich mache mit meinen Studenten, aber habe es jetzt auch mit meinen Kindern mal gemacht, mal eine Landkarte auf den Boden gelegt und lasse die mal Europa ablaufen. Das ist ein wunderbarer Effekt. Stellen Sie sich mal nach Brüssel oder stellen Sie sich mal nach Berlin, Sie gucken runter. Weil der Süden ist ja unten und alles weiter und die anderen gucken immer hoch und die anderen gucken so. Allein an diesem physischen Erleben merken Sie eigentlich auch, nicht? Also da sind ganz verschiedene Sachen am Werke und in der Tat, und wenn Sie das, auch das Buch, was ja sehr gut oder sehr stark eingeschlagen ist von dem Kollegen Sedlacek, je nachdem wie Sie ihn aussprechen wollen, nicht? Die Ökonomie des Bösen, ist ja auch im Prinzip nur die These, dass da mehr dahinter steckt. Und wir können noch so viele Rettungsschirme machen. Wenn wir das Kulturproblem nicht in den Griff kriegen, können Sie noch 5 Rettungsschirme aufmachen. Das wird am Ende immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Weil wir verschieden ticken. Und das ist jetzt das Nächste, was ich Ihnen dann erklären möchte. Bevor ich zu diesem Erklärungsmuster komme, möchte ich Ihnen noch mal ganz kurz sagen, wo Sie mich irgendwann mal Beirat, wir werden es nochmal sehen, im nächsten Jahr, jeden dritten, wie war das jetzt, im Jahr verorten können. Also irgendwo sind wir in ganz verschiedenen Handlungsmustern unterwegs, sprach- und kulturwissenschaftlich bei der Betrachtung schauen wir auf die Verständigung. Also wie können diese Sprachen und Kulturen miteinander kommunizieren? Die Wirtschaftswissenschaften sagen aber, das ist immer zweckorientiert, ich will ja am Ende irgendein Produkt, eine Dienstleistung verkaufen. Daraus ein Mischbereich, wenn Sie so wollen, diese Sprachenökonomie, die nach einer zweckorientierten Verständigung sucht, was in einem Feld kommunikationsorientierte Ökonomie läuft oder aber auch unter dem Stichwort, das hört man auch öfter, internationale Wirtschaftskommunikation, die sich genau mit diesen Fragestellungen auseinandersetzt. Das im Prinzip immer in 2 Richtungen, wenn Sie so wollen. Also einmal unternehmensbezogen, betriebswirtschaftlich, aber natürlich haben wir immer das volkswirtschaftliche Element mit drin. Und jetzt gibt es eine schöne Untersuchung, das kennen Sie vielleicht von der Europäischen Kommission, auch dieses Sprachenbarometer. Und was ich hier gelb gemacht habe, ist, oder damit möchte ich Sie gleich sozusagen auf etwas hinweisen, nämlich
Wenn man Menschen befragt, warum sie den Sprachen lernen, dann haben sie automatisch zwei Handlungsmuster, die ich Ihnen dann gleich systematisch in einer anderen Folie zeige, die sie angeben. Sie geben an, es ist eine Sprache zu lernen, ja, hilfreich bei der Arbeit, klare Zweckorientierung. Aber, oder sehr klar, auch hier weiterhin, nicht, im Ausland arbeiten können, eine bessere Arbeitsstelle. Oben steht noch, aber die 3% sind marginal, nützlich im Urlaub. Also zwei Beweggründe. Einmal ist es diese Geschichte zweckorientiert, ich möchte etwas erreichen. Und das andere ist etwas, im Urlaub sind wir eher verständigungsorientiert drauf, ich möchte ja die Menschen auch verstehen. Um also das Muster, diesen Zielgruppenansprache zu verstehen zu können, können wir auf ein altes Modell zurückgreifen, das was im Prinzip ganz am Ende zurückgeht auf das schöne Strukturalismusmodell von Ferdinand Saussure. Und hier angewendet oder übertragen das Bühlersche Organon-Modell, wie können wir menschliche Kommunikation grob unterscheiden? Und dann können wir nämlich auch verstehen, warum Sprachen unter anderem verschiedene Wertigkeiten haben. Auf der linken Seite sehen Sie all das, was ich Ihnen eben sagte, in dieser reinen Zweckorientierung in einer funktionalen Kommunikation, wie wir sie sehr stark eben zum Beispiel jetzt auch hier haben. Ich kann auch kein Wienerisch, kein Niederösterreichisch, habe ich auch in den Kaffeegesprächen nicht nutzen können. Also ich konnte wenig die andere Seite bedienen, konnte nur die Informationsseite bedienen. Ich bin also der Deutsche, der mit seinen Hochdeutschen kommt. So, das andere habe ich bei Ihnen, da habe ich keine Chance. Ich könnte mich zwar bemühen, ich war oft genug hier, aber ich mache es besser jetzt nicht. Ich bleibe jetzt mal bei meiner Rationalität. Und da versteht man, dass es so etwas wie Sprachen gibt, wobei dieses Englisch, was ich jetzt hier stehen habe, nichts mit dem Englisch, oder nichts ist falsch, aber nicht nur etwas mit dem englischen Englands zu tun hat oder Amerikas, sondern das ist inzwischen auch ein sogenanntes Weltenglisch, was sich, das kennen Sie alle aus der Kommunikation, nicht, in Europa, in Anführungszeichen, sich verselbstständigt hat, auf der Basis natürlich eines Sprachsystems des Englischen. Okay, klar. Aber es ist nicht das. Ich habe Deutsch deshalb in die Mitte geschrieben. Wir haben selbst sehr viel Auftragsforschung für die EU gemacht. Vielleicht haben Sie mal, oder hören Sie mal etwas, haben Sie mal gehört von den sogenannten Euromosaik-Studien. Das sind die großen Referenzstudien, wenn ein EU-Land aufgenommen werden sollte in die EU, also in den Erweiterungsrunden, war eine Bedingung gewesen, Schutz von nationalen Minderheiten. Und Schutz von nationalen Minderheiten, Minderheiten autochthon, allochthon, die autochthonen Minderheiten, Sie haben hier, denken Sie ans Burgenland, Ihre autochthonen Minderheiten, wir haben in Deutschland die Sorben, die Dänen und so weiter. Also inwieweit sind diese Minderheiten, regionalen Minderheiten auch in Gesetzgebungen, in dem Staatssystem sozusagen berücksichtigt. Und ein Ergebnis war schon damals, also in den 90er, dann 2000er Jahren, Deutsch hat eine sehr starke Brückenfunktion in Osteuropa, die zum Teil auch wächst, in Konkurrenzsituationen des Englischen. Deshalb haben wir so, wenn Sie so wollen, mit Deutsch eine lokale Lingua Franca, Verkehrssprache. Ganz am anderen Rand, also diese Identitätsfunktion, Ladinisch, als nur als Beispiel, kennen Sie Kaschubisch? Und dann lesen Sie mal Günter Grass, die Blechtrommel, da taucht Kaschubisch auf. Und Kaschubisch nimmt zu, also ist alles relativ, ich bin nur erstaunt immer, dass ich in der Tat immer wieder jemanden mal treffe, der Kaschubisch spricht. Das ist eine kleine Sprache im Norden Polen, war lange Zeit unbekannt. Und es gibt eine Szene in der Blechtrommel von Günter Grass. Da geht es nämlich, da gibt es unter dem Verfilm eben auch, wird Kaschubisch gesprochen. Und das ist diese kleine Volksgruppe der Kaschuben, ganz klassisch, die Autochtonen. Also eine Sprache, die im Prinzip nur noch eine Identitätsfunktion erfüllt. Mit der kann ich natürlich in der Welt nichts werden. Deshalb ging auch diese Sprache letztlich zurück. Also auf der anderen Seite diese Kommunikationsorientierung, die, ja, wie gesagt, gerade bei den Regionalsprachen, aber auch bei anderen Sprachen eine große Rolle spielt. Das ist auch sehr wichtig bei der Zielgruppenansprache. Denken Sie an Geschäftskommunikation oder überhaupt Kommunikation bei der Arbeit, das, was ich Ihnen eben so salopp eben untergejubelt habe, dass ich eben nicht niederösterreichisch kann, ist sehr entscheidend bei Geschäftsabschlüssen, bei Meetings, dass Sie diese Ebene auch bedienen können. Und das ist auch ein Aspekt, den habe ich jetzt heute nicht in den Fokus gerückt, aber das ist in der sogenannten Geschäftskommunikation, was wir untersuchen, wie weit geht das, wie entscheidend ist das letztlich und ja, welche Rahmenbedingungen muss ich letztlich erfüllen, dass das oder damit das eintritt.
Der Mechanismus ist also für Individuen und Unternehmen vergleichbar. Wir unterscheiden mit einem Unterschied, dass Unternehmen genauso wie Staaten und Gesellschaften weniger emotional entscheiden, sondern hier wird emotional ersetzt durch ideologisch. Denken Sie, Sie haben auch hier die Diskussionen, es gibt eine, die im Süden, im Rheingraben sehr lange, auch Baden-Württemberg gespalten hat. Dort musste man oder hat man früher Französisch gelernt, weil Frankreich ja direkt, also Straßburg, um das mal zu verorten, in der Nähe ist. Und dann kam irgendjemand auf die Idee, nein, wir sollten doch Spanisch machen, weil das ist die Weltsprache, da haben alle eine viel größere Chance. Was vergibt man? Ein dieses Regional- oder Nachbarschaftssprachenkonzept. Also damit will ich nur sagen, auch in Unternehmen, wenn ein Unternehmen ins Ausland geht, ist eine ganz entscheidende Frage, was zwischen Unternehmen auch verstehen, welche Sprache nehme ich denn mit? Welche Sprachen spricht denn der Vorgesetzte mit dem Mitarbeiter, der regional ist, aber der Vorgesetzte oftmals vom Mutterkonzern aus dem Ausland kommt? Oftmals ideologische Entscheidungen, die dort getroffen werden. Wenn Sie an Konzerne wie VW weltweit unterwegs sich denken, was ist in Südamerika, was ist in China, was ist in Prag, wo Autos produziert werden, das ist eine ganz evidente, ganz wichtige Entscheidung. Mitarbeiterzufriedenheit, werden die ernst genommen, fühlen sich ernst genommen, kann der Vorgesetzte auch die entsprechende Sprache? Und das können Sie auf die 40% von vorhin, Folie 20, genauso übertragen. Und ich gebe, das ist jetzt sehr ungeschützt, er ist nicht mehr da, gebe eine Prognose ab. Wenn man da mal genau reinschauen würde, könnte man sicherlich auch bestimmte gute, schlechte, wie auch immer, Kommunikation erklären und auch Arbeitsabläufe verbessern. Jetzt nehme ich Sie ganz kurz in den beiden Folien mit, damit ich die Werbebeispiele gut vorbereitet habe. Es dauert noch, bis ich die vorbereitet habe, damit Sie wissen, von was ich rede. Sonst sagen Sie, ich weiß gar nicht mehr, wo der Mensch war. Ich möchte Ihnen nur sagen, Unternehmen, wir sind jetzt im Unternehmen, darum geht es ja. Ich möchte mit Ihnen, oder wir wissen, dass beide, also Unternehmensstrategien beziehen sich immer auf zwei Bereiche. Einmal muss ich etwas einkaufen und dann verkaufe ich etwas, ob das eine Dienstleistung oder etwas anderes ist. Wir wissen, dass auf diesem Beschaffungsmarkt lokale Sprachen eine immer größere Rolle spielen, weil lokale, hier Stichwort Region, blaue Banane, immer größere Bedeutung erlangen und wir natürlich durch verschiedene technologische Entwicklungen sehr stark oder sehr viel mehr durch diese technologischen Entwicklungen mit diesen Regionalkulturen konfrontiert werden. Und so weiter. Ich möchte mit Ihnen, sonst wird es zu viel heute, auf diesen Bereich, deshalb auch, sieht man das hier, ja, ein bisschen fetter ist es, kommt nicht so gut raus, auf den Absatzmarkt. Ich möchte mit Ihnen einmal schauen, was muss denn ein Unternehmen beachten, wenn es seine Zielgruppe ansprechen möchte und wie funktioniert das letztlich? Das ist dann eingeordnet in den Bereich der externen Kommunikation. Also ich bin hier mit Ihnen, ich möchte mit Ihnen diesen kleinen Bereich, um Ihnen zu zeigen, wir haben noch mehr, aber ich möchte nur mit Ihnen diesen kleinen Bereich externe Kommunikation, Werbung heute anschauen. Das andere lasse ich im Moment außen vor, aber auch das sind Themen, die uns umtreiben. In diesem Bereich gibt es eine Entwicklung, mit denen starte ich Ihnen unten, nämlich dieses internationale Marketing. Eine Definition, die man in jedem Lehrbuch findet. Was ist internationales Marketing? Es geht über nationale Grenzen hinweg und ist ein multinationaler Prozess. Soll uns soweit genügen, das habe ich Ihnen auch illustriert an den Beispielen, wie Unternehmen agieren. Aber, es hat sich in den letzten Jahren etwas, Stichwort auch nochmal die Banane, etwas getan, dass durchaus Unternehmen inzwischen sprachlich-kulturelle Verschiedenheiten ihrer Zielgruppen auch innerhalb von Nationalstaaten durchaus wahrnehmen. Das lief lange Zeit unter dem Stichwort, läuft auch noch unter dem Stichwort Ethnomarketing, das aber nur ein Teil ist, oder wenn Sie so ein Katalysator ist, weil es nur ein Fokus ist, eine Brille. Es gibt ja noch mehrere in dem ganzen Prozess, was uns zu diesem Bereich führt, lokales Marketing. Und hier sehen Sie, also es ist innerhalb dieser regionalen Grenzen und es sind im Prinzip transnationale Prozesse, also sie gehen über die Nation hinweg mit aber regionalen Komponenten. Raus aus diesem nationalen Denken, rein in dieses Regionale, weil das eine größere Wichtigkeit hat. Das heißt, also dieses ganze Ethnomarketing oder diese Zielgruppenansprache, diese kulturbezogene
Zielgruppenansprache ist ein Katalysator für diese Entwicklung, Glokalisierung, von der wir eben gesprochen haben. Dieses, sozusagen diese Bewusstseinsmachung, was dort passiert. Sie kennen vielleicht noch, was ich sich mal selbst so Werbebotschaften angeschaut haben. Und das brauche ich jetzt gleich, um noch ein paar Sachen zu erklären. Tendenziell, also wir haben zwei so grundlegende Sachen, Sie hier mitzunehmen. Wie ist so eine Werbebotschaft aufgebaut? Sie sehen links immer diesen Bereich der Basis und Botschaft. Also was ist das überhaupt, was ich anbiete? Das können Sie auch für Öffentlichkeitsarbeit nehmen. Das ist relativ, bitte, das ist jetzt nicht absolut, auf der rechten Seite. Er macht im Übrigen Werbung, dass es in der Hölle wärmer ist, da oben auf der Wolke. Das ist relativ kulturunspezifisch. Sobald wir aber begründen müssen, warum oder was ist der Nutzen von mir, von meiner Arbeit, die ich tue, von meinem Unternehmen, ja, auch in der Öffentlichkeitsarbeit, werde ich schon sehr kulturspezifisch. Weil der Nutzen ja abhängig davon ist, in welchem Land, in welcher Kultur ich mich bewege. Genauso bei der Nutzenbegründung, warum es mich gibt als Unternehmen, warum ich das tue. Auch das ist schon sehr stark kulturspezifisch. Als Beispiel diese Nutzengeschichte, BASF, von dem Beispiel, von dem ich sprach, was vielleicht relativ bekannt ist, hatte lange Jahre Probleme im Prinzip mit dem Umweltaspekt. Jetzt haben sie es etwas einfacher oder also ein langes Umdenken passiert in diesem Nutzen. Es ist sehr kulturspezifisch, wie ich das hier in Deutschland, nein, ich bin ja nicht hier, sondern dort, aber in der deutschsprachigen sozusagen Sprachgemeinschaft kommuniziere. Denn wenn Sie das Ganze in Südamerika oder in Portugal tun, wo BASF unterwegs ist, muss man da ganz anders kommunizieren. Weil Sie ein ganz anderes Umweltbewusstsein haben. Und Sie werden auch nachher eine Werbung sehen, die ich Ihnen rausgeholt habe. Gewisse Werbung funktioniert nur im deutschsprachigen Raum. Woanders, habe ich auch ein Beispiel dabei, funktioniert überhaupt gar nicht. Und wie gesagt, bei Werbung ist es deshalb so schön, weil man dann schöne Beispiele zeigen kann. Das können Sie aber auf jeden anderen Prozess, auch im Zwischenmenschlichen natürlich übertragen, dass wir anders funktionieren. Eine andere Geschichte, wie wir analysieren, und dann komme ich zu dem Analysemodell, das ist jetzt die Vorbereitung dieses Analysemodells, ist die sogenannte AIDA-Formel. Also wir wissen, wie diese Zielgruppenansprache funktioniert, im Bereich, das ganz speziell jetzt auch Werbung, über Attraction, wie heißt das so schön auf Deutsch? Jetzt bin ich im englischen Vortrag drin. Aufmerksamkeit, so, Interest heißt Interesse, die sei den Wunsch, auch dann Tatsache, ein Produkt, eine Dienstleistung zu kaufen und dann der eigentliche Kaufakt. Und Sie sehen auch hier in der Tendenz, habe ich die in der ersten beiden Phasen relativ, oder kann ich sagen, naja, es ist noch relativ kulturspezifisch, also gerade umgedreht, nicht? Also wie erreiche ich denn Aufmerksamkeit bei jemandem? Nicht? Ist es eine, und jetzt, das dauert dann die nächste Folie etwas länger, ist es denn eine Kultur, als Beispiel, die sehr situationsspezifisch ist, also High Context oder Low Context? Ist es eine Kultur, die immer eine Situation braucht? An der Stelle kann ich immer sagen, diesen Vortrag habe ich deduktiv aufgebaut. Hätte ich diesen Vortrag in Frankreich oder in Spanien gemacht, hätte ich den gerade umgekehrt aufgebaut, da wäre ich mit dem Beispiel gekommen, also sehr in die Situation. Das, was ich heute tue, ist rein deduktiv, ist wirklich auf eine deutschsprachige Kultur bezogen. Das können Sie auch noch im Englischen auch noch machen. Das funktioniert bei Südamerikanern als Beispiel nicht. Also meine Frau Aravena hätte mich heute geschlagen dafür, warum ich das heute den Vortrag aufgebaut habe, die unter anderem auch an den Beispielen mitarbeitet. Das sozusagen als Hintergrund und auch das Interesse letztlich, nicht? Auch das ist sehr spezifisch. Da komme ich nochmal auf dieses, wie tickt eine Kultur, Stichwort, wie weit sind wir im Umweltbewusstsein. Ein Beispiel in diesem Bereich, warum Attraction Interest, als der Katalysator eingeführt wurde in Deutschland, vielleicht erinnern Sie sich noch, im deutschsprachigen Raum, das war, glaube ich, zeitgleich hier in Österreich, hat eine Automobilgruppe, der es heute schlecht geht, nämlich der PSA-Konzern, gegenüber den deutschen großen Automobilanbietern einen Standortvorteil. Die hatten nämlich, im Gegensatz zu den Deutschen, schon diesen berühmten Dieselpartikelfilter. Den hatten die nicht lange. Das haben die aber, ich erinnere mich ganz dunkel dran, hatten die ganz aggressiv vermarktet hier. Das war dieser FAP-Filter, FAP. Ich habe zu der Zeit in Belgien gelebt. Französischsprachigen Teil, viel in Frankreich,
Das hat noch niemand interessiert. Da haben sie kein Auto mit dem Ding verkauft. Hier hat man ganz bewusst die Zielgruppe, nicht, mit dem Umweltbewusstsein angesprochen. Mit dem Ding konnten sie in Belgien oder im frankophonen Raum, auch in Spanien, kein Auto verkaufen zusätzlich. Also da war man noch nicht so weit. Heute ist das was anderes. Heute sehen Sie dort genauso diese Werbung vergleichbar, aber dort musste man ganz verschieden im Prinzip die Zielgruppen ansprechen. Das führt uns zu diesem Modell, oder was uns interessiert, ist Folgendes. Fangen wir rechts an. Rechts, also diese kulturelle Programmierung. Was sind unsere Analysemethoden, unsere theoretischen Hintergründe? Das sind im Prinzip diese ganzen Kulturstudien, die Sie hier sehen, Hall, aber auch andere, die im Prinzip sich schon sehr früh mit diesem Stichwort kulturelle Programmierung auseinandergesetzt haben und die im Prinzip zwei, und ich habe das jetzt sehr hoch akkreditiert natürlich, die im Prinzip diese zwei oberen Begriffspaare geprägt haben, in der Kürze eine Kultur oder Kulturen funktionieren nach einem High-Context- oder Low-Context-Ansatz. Das heißt, also High-Context sind Kulturen, die sehr stark situationsbezogen sind, sehr stark an Geschichten, sehen Sie gleich im Beispiel in der Werbung. Low-Context-Kulturen, so wie die deutschsprachige, sind eben nicht sehr stark situativ. Ich kann zum Beispiel auch in einem Gespräch nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ich muss da nicht irgendwie noch groß etwas darstellen oder ein Setting herstellen. Ich kann in diesen Low-Context-Kulturen, wie sagt man im Deutschen, mit der Tür ins Haus fallen. Auch da gibt es ja wieder, nicht? Gerade so bei Sprichworten sieht man ja sehr stark die kulturelle Programmierung. Ein zweites Begriffspaar, was man durch empirische Forschung eben, Ethnologie natürlich, aus der Ethnologie kommen diese Ergebnisse, monochrone, polychrone Kulturen, also diese monochronen Kulturen, die Pünktlichkeit, also sehr geordnet sind. Polychrone Kulturen, warum kommt denn eigentlich meine südamerikanische Mitarbeiterin immer 10 Minuten zu spät? Nein, die kommt inzwischen 5 Minuten zu früh. Das ist dann die Hyperkorrektheit, die man dann an den Tag legt, wenn man sich wieder einer Kultur anpasst. Nicht? Aber diese verschiedenen, auch das Zeitempfinden. Ich habe gerade ein Buch herausgegeben, das war eine Studie vom Institut für Arbeitsforschung in Deutschland. Das war eine ehemalige Mitarbeiterin. Da ging es auch um Zeitempfinden. Erinnern Sie selbst, wann Sie und wie Sie Ihren Kindern Zeit erklärt haben. Die Uhr, besser gesagt, nicht die Zeit. Sowas Willkürliches. Und dass dann die Kinder das nicht verstehen und zu spät in die Schule kommen, kann ich voll nachvollziehen, kriege ich aber immer Ärger mit meiner Frau. Das ist ein anderes Thema. Aber es ist ein absolut, wenn Sie so wollen, willkürliche Einteilung. Wir kulturell, auch das Empfinden, hängt von unseren Lebenskontexten ab, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie wir miteinander leben. Und wie gesagt, da kann man eben Kulturen, bitte das auch immer nie absolut verstehen, diese Kategorien, sondern immer, das sind Tendenzbegriffe. Nicht? Das ist nie absolut. Dann, der ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, kulturelle Dimension nach Hofstede. Ich habe jetzt hier mal 1991 genommen, natürlich hat er früher schon diese große Studie gemacht, woher auch die ersten Daten rühren. Er hat im Prinzip bei IBM in den 60ern angefangen, Hauptuntersuchung war in den 1970er Jahren, hat weltweit, und das war der Forschungsansatz, weltweit Daten erhoben, Kommunikation zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten. Wie funktioniert die? Sozusagen die nicht veränderbare Variable war IBM, ein weltweiter Konzern. Wir haben vergleichbare Strukturen, nämlich amerikanisch aufgezogen, Punkt, Aus, Schluss. Aber trotzdem tickt IBM vielleicht in Stuttgart oder in der Nähe von Stuttgart anders als irgendwo in Amerika, Asien, wo auch immer. Ein riesiger Datensatz, der weiter gepflegt wurde bis in die heutige Zeit, zum Beispiel in der sogenannten Wertestudie, die sich im Prinzip immer auf diese Dinge berufen, auch auf diese Einteilungen erst einmal. Und dieser Datensatz sind mehrere tausend Interviews, die er damals geführt hat, hat er geführt im Hinblick auf diese 4 Dimensionen. Die 5. Zeit habe ich mal rausgelassen, weil ich die über Monochron und Polychron schon drin habe oben. Die anderen sind sozusagen in Anführungszeichen neu. Was hat er im Prinzip in dieser Mitarbeiterkommunikation damals erstmal herausgefunden? Und wie gesagt, 1971, das Ding heißt The Software of the Mind, hat er das genannt. Hofstede ist ein niederländischer Kulturwissenschaftler. Er hat herausgefunden, dass eben diese 4 Dimensionen, insbesondere die Mitarbeiter-Vorgesetzten-Kommunikation, Stichwort Folie 20 von vorhin, prägen.
nämlich Machtdistanz. Was heißt Machtdistanz? Jetzt frei übersetzt jetzt hier für uns. Machtdistanz heißt, inwieweit ist eine Kultur, Mitarbeiter, Vorgesetzte, inwieweit ist eine Kultur bereit, Autorität zu akzeptieren? Da unterscheiden sich Kulturen ganz klar. Auch im Arbeitskontext, aber auch im Privatkontext. Also das wurde dann in Nachuntersuchungen auch nochmal nachjustiert. Aber inwieweit man zum Beispiel im Arbeitskontext sagt, und ich nehme das jetzt so an, auch wenn der Vorgesetzte sagt, ich bin völlig dagegen, ich tue es trotzdem. Oder inwieweit, vorhin war die Sache, inwieweit kann man, wie war das, offen mit über Fehler mit den Vorgesetzten sprechen. Inwieweit ist das in einer Kultur verankert? Und das ist unterschiedlich. Und warum kriegt man gewisse Ergebnisse nicht? Warum laufen Arbeitsprozesse so schlecht? Weil vielleicht meine Mitarbeiter auch einer Kultur angehören, die es nicht gewohnt ist, in der es nicht angelegt ist. Da sind wir genau eben bei dem Thema, was wir vorhin hatten. Also inwieweit Autoritätsglauben auch zum Beispiel in der Kultur verankert ist. Der zweite Bereich, Individualismus, Kollektivismus, zielt darauf ab, er hat also festgestellt, es gibt Arbeitsverhältnisse, in denen sehr viel stärker auf Einzelergebnisse Wert gelegt wird. Also Kulturen, in denen am Ende das individuelle Ergebnis im Mittelpunkt steht und nicht das Kollektive, in der auch sich nicht das Individuum hinter einem Kollektiv versteckt. Ich erinnere mich selbst an eine Situation, wir hatten 1998 über ganz gute Fernverbindungen einen Kurs, der lief über Japan, Amerika, Deutschland, das war so ein Dreierkurs, und wir haben uns immer gefragt, wo denn unsere japanischen Studenten sind, bis sich später herausstellte, oder wir dachten immer anders, und wir dachten immer, es wäre ein Student, später stellte sich heraus, es waren 5 Studentinnen, die haben sich in dem Kollektiv sozusagen immer über eine Stimme geäußert, und wir haben uns immer gesagt, es gibt's doch nicht, wer ist denn das, und dann kam hinterher raus, also dann mit den anderen Dozenten, ja nein, das ist hier, waren diese 5 hier gewesen, also jetzt verstehen wir das auch, warum das dann vielleicht dann auch etwas länger manchmal gedauert hat, bis die nämlich ihren Konsens hergestellt haben. War ganz interessant, aber eine ganz persönliche Erfahrung auch. Die dritte Dimension, die unseren Umgang und dann eben Zielgruppen prägen, ist das Stichwort Maskulinität, Feminität. Wie gesagt, da gibt es noch viel mehr Erklärungsmuster, können Sie auch in Ruhe nachlesen, aber jetzt sozusagen das Extrakt daraus. Maskulinität, inwieweit legen Kulturen Wert auf Statussymbole? Also eine maskuline Kultur legt sehr starken Wert auf Statussymbole. Können Sie selbst fragen, haben Sie einen Rektor oder Präsidenten hier? Weiß ich nicht. Wenn Sie bei dem ins Zimmer reinkommen, was der so in seinem Zimmer hängen hat, dann können Sie sich überlegen, nicht, was das in der Kultur oder ob er musste oder nicht. Also das unterscheidet sich sehr stark, inwieweit Kulturen auch mit Statussymbolen und in welchen Bereichen auch mit Statussymbolen eben letztlich dann auch auftreten, sich darstellen. In femininen Kulturen ist das eben sehr viel weniger auf Status, sondern auch sehr eher ergebnisbezogen dargestellt. Unsicherheitsvermeidung, das letzte oder die letzte Dimension. Wie gehen Kulturen mit Unsicherheit um? Ist es eine Kultur, die versucht, die Zukunft schon vorab stark zu regeln? Nicht? Also auch denken Sie an Vorgesetzte, die im Prinzip Arbeitsergebnisse schon im Vorfeld gerne geregelt haben. Oder auch sehr stark, wenn Sie so wollen, nicht? Kontrollzwang sehr stark oder sehr eng führen beispielsweise. Da können Sie das wieder hinterlegen mit Führungsstilen. Das hat eine ganze Kette natürlich, die dahinter kommt. Denken Sie an Ihre eigene Situation, also weiß nicht alle, aber Hochschule. Nicht? Also wenn Sie mal, ich selbst habe in Skandinavien unterrichtet, in Kanada, in Nordamerika, aber auch in Frankreich, Belgien und in Deutschland. Das sind zum Teil Dinge, also deutsche oder auch spanische Studierende sind sehr stark in dem Muster auch drin. Ach, ist es mir eigentlich lieber, wenn ich genau weiß, was hinterher rauskommt. Die offene Methode ist mir am Ende gar nicht so recht. Nicht? Also wenn Sie machen ja auch alle Lehrevaluationen, es ist immer bis heute noch das Ergebnis, es ist wirklich eine kulturelle Programmierung. Es kommt von, in der Tat, Erasmus-Studierende, da machen wir auch immer, machen Sie ja wahrscheinlich auch diese Workload-Erhebung, das Ganze, da kommt dann so als Ergebnis. Und wie fanden Sie jetzt dieses Seminar eben? Und zwar machen wir sehr viele Gruppenseminare, Unternehmensgründungen heißt das bei uns. Da kam dann oftmals so die Antwort, naja, es ist zwar nett, es ist zwar interessant, aber ich hätte mir doch gewünscht, wenn der Dozent Machtdistanz, Unsicherheitsvermeidung gesagt hätte, was jetzt wirklich richtig ist. So. Hat sehr stark mit der ethnischen Kultur auch zu tun, die natürlich dann wiederum das Schul- und Bildungssystem prägen.
Und deshalb habe ich immer meine Zweifel bei dem Bologna-Prozess. Aber das ist eine Randbemerkung. Das wäre eine andere Diskussion, können wir auch gerne. Nicht, aber könnte man sicherlich hier auch einsteigen. Also dieses Stichwort, nicht? Also sehr entscheidend, hier unterscheiden sich Kulturen kolossal. Was ich jetzt nicht dabei habe, weil das hätte jetzt nur illustrativen Charakter, aber wenn Sie dann zum Beispiel auch auf die Seiten inzwischen von Hofstede schauen, man kann dann, ich sage dann auch gleich, warum ich es auch nicht dabei habe, man kann dann die ganzen Länder, die untersucht wurden, in die Koordinaten einteilen, nämlich sagen, das sind jetzt Kulturen, Nationalkulturen wohlgemerkt, ja, die eben mehr sich durch eine höhere Machtdistanz ausprägen, Individualismus und so weiter. Ich mache es deshalb nicht gerne, weil das für mich, und das wäre jetzt ein Vorgriff auch schon auf so diese kleine Tour de Raison am Ende, Nationalkulturen für mich zu grob sind. Da sind wir genau beim Punkt, aber ich sage Ihnen, auch das ist ein Desiderat. Wir haben zwar, oder diese Studien wurden nie für Regionalkulturen gemacht. Wir haben selbst nur so kleine Sachen machen können im Rahmen dieser Euromosaik-Studien, was ich Ihnen sagte. Denn Sie können, oder andersrum, ich frage Sie mal etwas, wer hat denn am besten bei PISA in der Lesestudie abgeschnitten? Muss ich Ihnen sagen, falsch. Das ist genau der Punkt. Am besten hat abgeschnitten Südtirol. Die Deutschsprachigen in Südtirol haben am besten abgeschnitten. Und zwar, was nie so groß durch die Presse ging, da sieht man wieder, nicht? Also auch sozusagen, was kommt überhaupt in die Presse. Nachdem PISA gelaufen ist, und ich kenne Wilfried Boos, ich hatte Ihnen vorhin meinen Lebenswerdegang etwas erzählt, er war Assistent an dem Institut, wo ich auch war, wir kennen uns gut. Als die PISA-Studie zu Ende war, hatten und herauskam, naja, eigentlich müssten wir doch das für die Regionen auch machen. Also haben sich Regionen in einem Konsortium zusammengeschlossen. Südtirol, Flandern war dabei, Wales war dabei und ein paar andere haben gesagt, okay, wir wollen PISA auf unser Regionalschulsystem auch anwenden, weil das nicht gemacht wurde. Die Nationalstaaten wollten das natürlich nicht, denn stellen Sie sich vor, Italien, wie das abgeschnitten hat, und hat Südtirol nicht. Da sieht man natürlich schon nicht. Also dieses Sonderschulsystem in Südtirol funktioniert so gut, gibt es auch Gründe dafür, das ist eine andere Diskussion, aber die haben in der Tat am besten abgeschnitten. Auch deshalb, also diese Nationalkulturen sind relativ grob. Nicht? Also schauen Sie, ich habe lange in Belgien gelebt, ich fühle mich den Belgiern näher als einem Hamburger. Kulturell, sprachlich ist ein anderes Thema, aber jetzt da kulturell, das können Sie sicherlich auch nachvollziehen. Mit diesem Wissen, ich habe jetzt Ihnen nur einen ganz kleinen Ausschnitt gegeben, nicht? Sie merken ja, da steckt jetzt noch unheimlich viel dahinter. Und mit diesem Wissen schauen wir jetzt, inwieweit diese zusammengefasst kulturelle Programmierung im Hinblick auf diese Zielgruppenansprache. Ich habe hier oben auch bewusst multi- und interkulturell drüber geschrieben, denn es ist ja zunächst mal eine multikulturelle Sichtweise, weil ich in die einzelnen Kulturen reingehe. Dann schaue ich ja erst was Übergreifendes. Dann ist es interkulturell. Schauen wir auf Produkte, Services, aber auch wie eben Werbung funktioniert. Und jetzt sind wir an dem Moment, wo wir ausgemacht haben, wir müssen das Mikro umstecken, oder wie war das? Okay. Ich gehe mal aus dem Bett. Einfach mal auf sich wirken lassen, was jetzt passiert. Genau, das nächste. Hey, how's it going? Hey, I'm here for my no-cost schedule carefree maintenance. Great. Ever since Volkswagen started offering no-cost scheduled carefree maintenance. Wir können gleich das nächste, vielleicht nehmen wir nur ganz kurze Setting und dann gehen wir zum nächsten und schauen wir uns dann, wie gesagt, noch zwei, drei an. Das war ein Spot, den Volkswagen, und ich erinnere nur nochmal dran, Volkswagen hat ja die Strategie, Toyota weltweit abzulösen. Die machen das aber nicht über diesen rein globalen Ansatz. Das war eine Werbung, die rein für Hispanics in Nordamerika, also in den Vereinigten Staaten von Amerika, entwickelt wurde, weil diese Zielgruppe ganz anders tickt als
der Nordamerikaner, fragen Sie mich jetzt nicht welchen, ne? Es gibt ja auch noch Asiaten und so weiter, aber es wurde ganz bewusst für diese Zielgruppe entwickelt. Ich sage Ihnen oder gebe Ihnen gleich noch ein paar Beispiele, nicht Beispiele, sondern Interpretationen, was man oder wie man jetzt dieses Modell dann letztlich anwenden kann und was da so Hispanic ist und oder eben nicht Hispanic ist. Gehen wir einfach mal auf die nächste Werbung. Achso, ach, das bin ich. Entschuldigung, ich muss so machen. Also die nächste ist eine, oder wären wir jetzt bei diesem Beispiel Low Context. Es gibt auch andere Autos. Es ist so schön. VW ist im Moment eine wunderbare Fundgrube. Die haben eine wirklich intelligente Marketingabteilung hinten dran sitzen, was die im Moment. Ich habe die. Schaut, ja, und da wären wir schon bei diesem Regionalthema. Ganz genau. Ja, ich muss auf die Uhr schauen. Bevor wir in die nächste gehen, da gehen wir etwas aus diesem Setting raus. Und zwar gehen wir jetzt in ein Setting rein, auch nochmal Volkswagen, eine Werbung, die gemacht wurde für, also vergleichbar eigentlich Hispanics, türkischsprachige, Volkswagen sagt die Türken in Deutschland. Wir haben inzwischen Ihre Website zweisprachig, also bereit, Ihre Website zweisprachig, weil Sie diesen Punkt erkannt haben. Und schauen Sie sich mal selbst diese Werbung an, wie Sie dort türkischsprachige oder Türken in Deutschland ansprechen. Das ist die nächste. Genau. So. Ich habe Ihnen hier, das sehen Sie müssen. Oh, genau. Volkswagen, können Sie selbst die Strategie sich in der Form. Es geht, wir haben heute Morgen über Inklusion gesprochen. Volkswagen spricht von Integration und anderen Dingen. Nicht? Also das ist nochmal alles andere. Ja, also Sie haben ein Konzept, steckt ein Konzept dahinter in der Tat. Was ich Ihnen aber jetzt damit, klar, auch ein bisschen natürlich illustrativ zeigen wollte. Eine Sache, und dann wären wir genau bei dem, warum, weil Sie, wie Sie eben reagiert haben, nicht? Wie kann man das mit den Türken und so weiter. Fangen wir mal an, bei den Hispanics, und jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen durch, weil ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen auch, das geht dann auch immer schnell. Also, dieses Fake-Out ist, oder in Amerika, Vorurteile, die Hispanics sind clever, smart, das sind so Gangster, nicht? Also, erinnern Sie sich dran, die waren schön in diesem Hinterhof drin gewesen. Kulturelle Programmierung ist, es wird eine Geschichte erzählt, High Context. Polychron ist ziemlich ungeordnet, nicht? In diesem Hinterhof drin, das ist ein bisschen ja, düster auch, also nicht so sauber, nicht wie in der schönen monochronen Kultur. Also die werden damit angesprochen, auch wenn es auf uns erstmal, ja klar, alle Stereotype bedient. Wurscht. Uns spricht es dann, also wenn wir dann tatsächlich die Zielgruppe sind, auch an. Kulturdimension als Beispiel. Hohe Machtdistanz, Ungleichheit, Hinterhof wird zementiert. Kollektivismus, die Solidarität in der Männergang. Hier wird es ganz klar, diese romanischen Kulturen, wenn Sie mal nach Hofstädte dann diese Länderplatzierungen anschauen, ja, ganz klar geht es in diese Richtung. Maskulinität, die Männer in ihrer traditionellen Rolle, Auto, nicht? Und da wird das zusammengeschaut. Und die niedrige Unsicherheitsvermeidung. Regeln sind nicht so streng. Nicht? Also ja, Betrug ist eigentlich legitim, das macht man eigentlich da, deshalb kann man das schön mit dieser Werbung machen. Funktioniert ganz gut, also ganz klar auf diese Gruppe angesprochen. Stellen Sie sich das mal für einen WOP in Boston vor, so eine Werbung, also das funktioniert überhaupt nicht.
Ja, der wird da überhaupt gar nicht angesprochen. Beziehungsweise würde man sagen, also VW, die Deutschen, was ist mit denen passiert? Ja, also was machen die denn da letztlich für Werbung? Die Werbung gibt es auch in Spanisch. Ich habe es jetzt in Englisch genommen, nicht? Weil Englisch ist ja dann wahrscheinlich dann die verbreitetere Sprache. Schauen wir mal kurz Blue Motion an. Wie gehen wir da weiter vor? Also das Vorurteil, die Deutschen mit ihrer Umweltorientierung, ich spreche jetzt mal von deutschsprachigen Deutschen. Kulturelle Programmierung, Low Context. Das ist ja relativ unemotional, was da passiert. Nicht? So ganz relativ kühl, auch das typisch diese monochronen Kulturen. Niedrige Machtdistanz, klassisch angesprochen. Der Vater respektiert die Meinung seines Kindes. Machen Sie das mal bei den Hispanics in Amerika. Das Kind spricht offen seine Meinung aus. Vater ist ein verständnisvoller Ansprechpartner. Also die Beziehung steht im Mittelpunkt. Da merken Sie schon, Kulturen können natürlich auch im Mischbereich, in den Mischbereich kommen. Und das wird nämlich jetzt gleich spannend bei den Türken. Hohe Unsicherheitsvermeidung, Sorge für die eigene Existenz. Nicht? Da können Sie wunderbar die Leute packen. Interessiert andere Kulturen nicht so. Es sind strenge Regeln. Das Kind erlaubt, du darfst jetzt einsteigen und losfahren. Ja, so wissen Sie auch, weiß man auch, wie es in deutschen Schulen zugeht. So. Jetzt wird es eigentlich spannend und jetzt können wir natürlich wunderbar auch in Diskussionen und da ist auch ein Ergebnis, dann kann ich später das Ergebnis etwas kürzer machen. Uns fehlen eigentlich ja vergleichbare Daten zu diesen regionalen und vor allen Dingen zu diesen Misch- und Hybridkulturen, die im Moment entstehen, gerade in der Jugendkultur. Ja, da fehlen uns wirklich Daten, da müsste man noch näher rein, denn wenn Sie sich diesen Spot für die türkischen Gruppe anschauen, eigentlich ist es ein Misch zwischen beiden. Ja, es ist so eine Geschichte und ist hochemotional. Aber trotzdem, der Türke ist so sauber, nicht so ordentlich wie ein Deutscher. Das ist so, wie sich der Deutsche wahrscheinlich einen Türken vorstellt. Also es ist irgendwie ein Misch. Ja. Monochron, Polychron, es ist so auch eine Distanznähe, nicht? Architektur. Und dann am Ende das Alte, was man aus der Kultur kennt. Auch hier wieder die Stereotype bedient, nicht? Wie dann sozusagen er begrüßt wird. Das spielt aber genau auf diese türkische, auch auf die Käufergruppe an. Denken Sie mal, diese Altersgruppe, die genau in dieser Hybridkultur aufgewachsen ist. Ja? Kulturdimension, Machtdistanz. Vater ist zwar Familienoberhaupt, nicht? Es bleibt trotzdem noch das Familienoberhaupt, aber trotzdem, nicht, die Tochter darf ja dann mitreden und dann sozusagen mit in der Entscheidung. Ganz anders. Der Vater impliziert die Kernfamilie. Allerdings, er entscheidet noch, nicht? Die hohe Unsicherheitsvermeidung ist mit dieser möglichst guten Entscheidung sozusagen, ja, was er da für seine Tochter, immerhin, dass wir dann im Prinzip noch sozusagen nochmal angesprochen, auch in dieser Werbung. Das als Beispiel. Das können Sie natürlich jetzt umgekehrt verwenden, zu sagen, ich spreche hier Zielgruppe an. Sie können aber auch mit dem Wissen, wie Kulturen funktionieren, zum Beispiel Folie 20, Mitarbeiterverhältnisse, Arbeitskontexte eben entsprechend strukturieren. Nochmal diese blaue Banane und anderes, da ist es wirklich auch entscheidend und später auch eben dann für den Erfolg, egal was ich letztlich hier tue. Etwas anderes, um das nochmal abschließend zu illustrieren, und dann höre ich auch, dann haben Sie so jetzt auch dieses Film auch, was Sie im Nähprojekt gesehen, ist eine Werbung, die VW gemacht hat, und das ist mal der Umkehrschluss, wie sich dann verschiedene, also für die deutsche Zielgruppe, nun auch wiederum ethnische Stereotype einbauen. Tageshöchsttemperatur 13 bis 15 Grad. Boah, Alaska, Sibirien. Also
gerade umgekehrt. Ja, mein. Natürlich merkt man bei dem, also können Sie sich das mal selbst fragen, das ist eigentlich ein Sport, der weniger eine Zielgruppe, eine enge umschlossene Zielgruppe anspricht. Nicht? Das ist im Prinzip, um bekannt zu machen, hier, wir verkaufen Autos für die Situation. Aber die ganz bewussten wiederum, genau mit diesem gerade mal umgekehrt letztlich, diese Zielgruppenansprache, die eben auch andersrum sozusagen funktioniert. Was heißt das? Lokalisierung und oder zum Abschluss. Also einmal wissen wir, und das, was ich Ihnen auch zeigen wollte, erstens, wir haben eigentlich zu wenig, das, was Volkswagen auch so zum Teil ziemlich holzschnittartig macht, eigentlich zu wenig, die im Prinzip auf diese ja, regionalen Sprachen und Kulturen fokussieren. Wir müssten da noch sehr viel lernen. Das hängt mit dem Punkt 2 zusammen. Wir haben, Globestar, die Werte-Studie, wir haben keine Daten in Bezug auf die regionale, lokale Ebene. Aber wir haben Glokalisierung. Das läuft. Und das ist eigentlich das, was es schwierig macht, was auch Arbeitskontexte schwierig macht. Und was Sie auch gemerkt haben, VW war da jetzt natürlich ein bisschen, oder ich habe ein paar andere Beispiele gewählt, es sind sehr stark rationale Elemente, die noch bedient werden und weniger als auch diese emotionalen, wie Kulturen letztlich ticken. Das heißt, wir haben wahrscheinlich, und das haben Sie jetzt ja gemerkt, auch mit diesem Brille, mehrere Verkehrssprachen, also nicht nur Englisch. Das ist sozusagen auch die Botschaft, was wir aus diesen ganzen Lokalisierungsforschungen sehen. Wer nur Englisch kann, das wird nicht die Zukunft sein. Es ist sie wirklich nicht. Und was aber dann wiederum, und ich habe das jetzt mal auf Wirtschaft bezogen, das können Sie natürlich auf andere Kontexte gesellschaftlich sehen, diese interkulturellen Kompetenzen, aber vielmehr auch diese, naja, wenn Sie so wollen, diese grundsätzlichen Kompetenzen auf verschiedene Kulturen einzugehen, das wird eigentlich der Schlüssel sein, auch für letztlich unsere Kommunikation in Zukunft. Es gibt dazu einen philosophischen Ansatz von Wolfgang Welsch. Er hat das sehr schön in einem Konzept ja, fokussiert, das er selbst transversale Vernunft nennt. Und das hat er dann auch später mal, ein paar Jahre später, in den Ansatz, in seinem Verständnis von sogenannten transkulturellen Kompetenzen gebracht. Denn, was ich Ihnen auch damit zeigen wollte, mit diesem Vortrag, wir haben eine Welt, die immer komplexer wird, auch durch diese Elemente. Wir haben viele andere auch. Und wir können gar nicht mehr die Sprachen, die Kulturen, diese interkulturellen Kompetenzen lernen. Wir brauchen etwas, was, wie gesagt, Wolfgang Welsch die transversale Vernunft nennt, dieses Transkulturelle im Sinne einer ja, Bereitschaft auch, aber auch eines später von Kompetenzen, sich auf neue Kulturen einzulassen und immer wieder neues Wissen sozusagen dann auch anzueignen. Denn in der Vielfalt können wir, oder die können wir nicht mehr erlernen. Da sind wir auch am Ende. Das ist der Punkt letztlich. Und das fasse ich am Ende von solchen Vorträgen in ein Modell zusammen. Im Moment, meinem Eindruck nach, gehen wir in diesem oder unter diesem Stichwort Lokalisierung in eine Richtung, ja, wenn Sie so wollen, Atomisierung. Sie können viele auch alltägliche Beispiele nennen, nehmen, die Sie auch aus Ihrem alltäglichen Leben kennen. Nehmen Sie jetzt die ganze Entwicklung in der EU, nehmen Sie Entwicklungen, dass immer stärker sich auch wiederum Nationalstaaten weltweit sich wieder positionieren. Also dieses Auseinanderbrechen eigentlich trotz dieser Globalisierung, trotz dieser Vernetzungen, die wir haben, ist diese Waagschale eher in Richtung dieses Lokalen. Ganz normale Entwicklung, weil man sich mit etwas identifizieren möchte. Und die Frage ist eben, muss es immer die Nationalkultur sein? Kann es nicht auch die Regionalkultur sein? Oder ist das vielleicht, was wir auch in der EU natürlich haben, Sie haben das vielleicht mitbekommen, ich habe selbst einen Mitarbeiter, der ein Protagonist ist, dass Schottland selbstständig wird. Die Frage ist nur dabei, und die Schotten sind davor, die stehen davor, nächstes Jahr unabhängig zu werden, die Frage ist dabei, bleibt Schottland eigentlich EU-Mitglied oder bleibt es nicht? Ist das eigentlich eine gute Entwicklung? Es ist ja eine Selbstbestimmung. Es ist das Recht auf Selbstbestimmung dieser regionalen Sprachgruppe. Die Katalanen sind dann die Nächsten, die kommen. Die Belgier machen es nicht, die haben sich schon arrangiert. Die Flammen, die Wallonen, denen geht's gut. Aber das hat ja irgendwo kein Ende mehr. Wo habe ich die Grenze letztlich? Gefördert natürlich auch Unternehmen, klar, die sind rein zweckrational drauf, in der Tat ein Unternehmen, nicht? Bedienen das schon längst. Die globalen Strategien, von denen man früher sprach, multinationale Konzerne, weg, das dreht sich. Man weiß, man muss viel punktueller ansprechen, sodass wir
das, was wir immer als Nachteil sehen, das hatten wir ja auch heute Morgen ein bisschen, Standardisierung, dass das etwas ja, nachlässt. Aber Standardisierung positiv gedeutet, bedeutet natürlich auch, denken Sie an mein Modell, Sprache, Kommunikation, Verständigung. Nicht? Denn wenn jeder sozusagen in seiner Einzelkultur drin ist, ist er ja auch wieder gefangen. Also, da sind wir vielleicht auch ein bisschen, das dachte ich heute Morgen, bei der Inklusion, nicht? Und Exklusion, da sind wir natürlich auch wieder anschlussfähig. Im Moment, zumindest aus dem Feld, in dem ich mich bewege, geht die Waagschale in diese Richtung. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Entwicklung ist. Das wird dann die Zukunft zeigen. Vielen Dank. Das sind zwei Artikel, wo Sie es nachlesen können. Und jetzt das vielen Dank in den vier Sprachen, die ich kann. Danke, bitte. Ich nehme doch an, dass Schottland den Platz von Großbritannien nennen wird. Das ja, wer war? Ihr Frage, also, welche Art von welchen Kulturbegriff referieren Sie letztlich? Das ist halt eine Frage, die ich jetzt stelle, weil wir in der Ethnologie auch, aber in der Kulturanthropologie auch sehr umstritten ist. Und es sehr viele Studien gibt. Ich komme vor, Sie haben einen sehr pragmatischen Zugang, die ja sozusagen auch sehr ein bisschen an Sprache orientiert. In der Hybridität hatte ich den Eindruck, differenziert sich das jetzt noch einmal stärker. Also ich gebe auch zu bedenken, oder sehr stark dieser Diskurs, dass es sehr schwierig ist, das nicht an Nationalstaaten festzumachen. Also es gibt ja, denke ich, Sie haben es ein bisschen angeschnitten mit Südtirol und so weiter. Aber ich glaube, dass es noch komplexer ist. Also, ich denke, Werbung funktioniert.